Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein ungewöhnliches Video, das gibt's bei mir nicht so oft. Und ich habe auch einen Gast dabei, den Engelquist. Hi! Hallo, bin ich. Oh, cool. Die links. Ich hab einen Erfolg bekommen. Was hast du? Einen Erfolg bekommen, Garnisonskumpel. Ich such die Garnison eines Freundes und winkt. Ach so, ja. Ich habe bei mir das Overlay alles ausgestellt. Ich habe nur das Bild. Auf jeden Fall, wir wollen heute mal über das Auktionshaus reden, weil uns in der letzten Zeit wieder ein paar Sachen aufgefallen sind. Und wir haben auch ein paar Tipps und Tricks für euch. Und ja, wir haben auch dann die Tage. Schafft ja auch coole Sachen am Auktionshaus, genauso wie wir coolen Dudes und Duderinen und wie die coolen Kids von heute sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die Kids das von heute sagen. Ich bin so alt, ich bin Boomer. Na, wobei, ich habe mal Boomer gegoogelt. Dafür bin ich eigentlich noch zu jung. Ein bisschen zu jung. Meine Mutter ist so Generation Boomer, weil ich habe eine junge Mama. Ja, naja. Wir haben hier ein paar Sachen, die wir ansprechen wollen, ein paar Tipps and Tricks. Genau. Damit ihr vielleicht ein bisschen im Auktionshaus noch ein bisschen mehr Varianz reinkriegt, wie ihr euch mit dem, in Anführungszeichen, neuen Aha, warum stehe ich, verhalten weil könnt. Weil unsere und so Stühle weiter. Jetzt weg sind. Ach, Gott damn it. Ja, setz dich einfach mit X hin, ist gut. Also, du kannst auch ein bisschen rüberkommen, weil ich gucke gerade und du guckst ein bisschen. Naja, auf jeden Fall ist uns die Tage nämlich aufgefallen, dass, oder wir haben beide einen Koller gekriegt, wo wir in unsere Auktionshäuser geguckt haben, weil gerade die Legis, ich meine, wir können verstehen, dass der Bedarf an den Kleinen nicht mehr so hoch ist wie noch vor ein paar Wochen, aber ich kann nicht verstehen, wie man einen Gegenstand, wo die Herstellung schon mehrere hundert Gold alleine an Grundmaterialien vom Händler kostet, für 4 Gold im Haar sind. Ihr habt richtig gehört, 4 Gold. Ich weiß ja nicht, ich kann dir den Screenshot nochmal schicken, gegebenenfalls. Ja, wir können das gerne mal hier einblenden. Ja, wir blenden einfach mal die Situation von meinem Server ein. Wir müssen ja nicht sagen, auf welchem Server. Ja, das ist ja bei mir nicht anders gewesen. Ne? Es ist ein Fullpop-Server, sagen wir so viel. Und vielleicht wird das jetzt hier eingeblendet. Aber Gramschleier Cape 190, ich weiß, man will seine Legendaries herstellen. Und es geht mir bei der ganzen Geschichte eigentlich nur um das Warum. Was Leute machen, ist im Endeffekt deren ihre Sache. Denn jeder kann sein Zeug ins Auktionshaus stellen, für wie viel er möchte. Nur es geht mir um das Warum macht man das. Und da kriege ich dann persönlich einfach die Krise, weil ich ein Mensch bin, der gerne Sachen versteht, die andere machen. Aber, 98 man. Silber für ein... Ja, genau, 98 Silber bei dir auf dem Server. Also, ich möchte hier erwähnen, ich habe am gleichen Abend, als wir darüber gesprochen haben, mal ausgerechnet, was die Herstellung von einem Gramschleier Cape 190 bei uns auf dem Server gekostet hat und bin bei weit über 2000 Gold rausgekommen für eins, die Herstellungskosten. Ja. Und 98 Silber, ich weiß, wie gesagt, es sind viele vorhanden, aber wenn das dann schon jemand resettet... Setzt es doch nicht wieder für 98 Silber rein. Es ist bei mir eine reine Sache des Verstehens. Also viele verstehen das neue Auktionshaus auch immer noch nicht, ne? Ja, das scheint so zu sein. Deswegen sind wir heute hier mit Tipps and Tricks, damit man das neue Auktionshaus versteht. Da gibt es eigentlich nur eine wichtige Regel, ne? Last in, first out. Richtig, unterbieten ist in diesem Fall sinnlos, außer... Das sagt dir sogar das Auktionshaus, dass es sinnlos ist. Richtig, es kommt sogar eine Meldung. Aber gehen wir mal von einem Szenario aus, wo ich unterbieten verstehe und wo ich es auch tue. Nehmen wir mal das Item. Mal gucken, habe ich irgendwas Cooles im Aha gerade eben oder in meiner Tasche. Komm, nimm einfach mal im Mount. Den stahlgebundenen Verschlinger kennt man aus Legion. Nachtfestung, drückt man das Rezept. Momentan durchschnittlicher Wert, nämlich mal so zwischen 30 und 50.000. Stellen wir uns vor, jemand stellt das Ding für 5 Millionen Gold rein. Dann ist es natürlich verständlich, dass es keine Sau kauft. Und dann kann man unterbieten. Also, wenn jemand Sachen für Preise reinstellt, die einfach komplett astronomisch sind und einfach kompletter Bullshit sind, ist unterbieten in Ordnung. Aber nehmen wir
die neuen Mods. Nehmen wir Legendaries. Nehmen wir Schreiben für die Legendaries. Es ist Last in, First Out. Auf Deutsch, wer zuletzt reingestellt hat, wird zuerst ausgekauft. Da müsst ihr nicht um 100 Gold unterbieten. Ihr müsst nicht um 10 Gold unterbieten. Nicht um 1 Gold, nicht um 1 Kupfer. Ihr seid die Ersten in der Liste, wenn ihr zuletzt reinstellt. Und euer Legi oder euer Gegenstand wird zuerst rausgekauft. Deswegen ergibt es keinen Sinn, dann immer wieder um Preise zu unterbieten, weil im Endeffekt verlieren dann alle. Meiner Meinung nach. Was ihr mit eurem Zeug macht, ist eure Sache. Wie gesagt, es kann euch keiner verbieten, euer Zeug für 98 Silber reinzustellen. Ich verstehe es in dem Moment zwar nicht. Und das Schlimmste, was dann passiert, ist, dass die Leute, die ihr Zeug auch verkaufen wollen, das einfach dann wieder reinstellen für den gleichen Preis oder dann um 97 Silber. Und irgendwann, ja, es wird sowieso nicht besser rausgekauft. Also 98 Silber ist schon, ich meine 4 denn, Gold, 10 Gold, 100 Gold ist schon wenig, weil, dürfen wir mal anmerken, den Splitter, den man zum Herstellen von Orborealer Splitter kostet ohne Ruf 125 Gold. Einer. Du brauchst mindestens 8, glaube ich, für das niedrigste Legendary, egal was du baust. Ja, und das sind schon, ja, 1000? 800? Und dann so 1000. Ja, so 1200 so in den Dreh rum. Und wenn du dann das Legi für, ich meine, selbst wenn du alle Materialien selber kaufst, hast du immer noch die Kosten dieses Fadens. Und, also, ich weiß ja, nicht. Ja, Faden, den hast du ja auch nicht bei dem Legi. Ringe brauchen jetzt sowas wie keinen Faden. Ja, aber dieser Splitter, ne? Selbst wenn du brauchst den Splitter, brauchst du bei allen. Den musst du kaufen, egal was du machst. Der kostet dich mindestens 100 Gold. Ne, und billiger geht nicht, außer er ist im Auktionshaus für billiger. Ja, aber ich verstehe halt einfach nicht, wie man etwas für ein Gold ins Aha setzen kann, wenn man wenigstens 1000 Gold für die Herstellung benutzt. Ich meine, klar, Skillen, es ist lästig und wir wollen eigentlich alle nach oben, um das große Gold zu machen mit den 5ern und 6ern, aber da auf dem Weg dahin, dass die Sachen es zu verscherbeln... Halt Verlust. Das ist ein Verlust. Ich habe auch den einen Tag Stoffroben resettet, weil die auf 90 Gold, 80 Gold waren und habe direkt wieder reingesetzt und habe innerhalb der ersten 20 Minuten eine für 5000 verkauft. Also da habe ich die Roben auf jeden Fall alle schon wieder rausgehabt. Mir fällt gerade auf, wir ziehen das hier gerade mehr wie einen Podcast auf, sowas können wir ja auch machen. Also einfach mal so, was weiß ich, alle 3-4 Wochen einfach mal immer drüber über die Situation labern und ab und zu mal ein paar Tipps and Tricks TM reinballern. Nee, das Auktionshaus, wie gesagt, last in, first out. Das ist das, was ihr euch merken müsst. Es ist scheißegal, um wie viel unterbietet. Wenn jemand direkt nach euch für den gleichen Preis reinsteht, ist er trotzdem vor euch. Und klar, man könnte immer unter diesen ganzen Geschichtspunkt hier von wegen, wir können machen, was wir wollen. Du kannst machen, was du willst im Auktionshaus, das ist richtig. Im Endeffekt, es wird dich auch nie jemand, glaube ich, großartig ankappeln, wenn du was zu billig reinstellst. Der kauft es einfach raus. Wie gesagt, diese 98 Silber Legendaries habe ich einfach rausgekauft. Das waren 50 Stück knapp. 50 Gold. Mein Gott, ich habe das mit einem Ding, was ich dann für 3000 Gold verkauft habe, habe ich das allein schon wieder mehrfach reingeholt. Ja, ja. Ich sitze zwar jetzt nach wie vor drauf, weil sie wieder unterboten wurden auf jetzt mittlerweile glaube ich 50 Gold oder so. Aber das ist mir halt scheißegal. Ich warte einfach. Irgendwann ist wieder diese arme Seele da, die das wieder resettet. Und dann setze ich einfach wieder für einen guten Preis rein. Und gut, das liegt sonst auf der Bank. Also es wird euch niemand großartig ankabbeln von wegen, ja, das ist viel zu billig oder so. Passiert selten, extrem selten. Die Leute kaufen es einfach still raus und sagen Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, wie sagt Andreas immer, dein Gold ist mein Gold, ne? Ja, oder dein Gold ist mein Bankplatz oder so ähnlich, was weiß ich. Also wie gesagt, ich sehe nur den Sinn nicht dahinter. Das ist das, was mich aufregt, weil ich ein Mensch bin, der gern logisch denkt bei sowas. Ja, ich meine, bei manchen Sachen interessiert mich das ja auch nicht. Es gibt ja auch Sachen... Items, da wird sich halt immer weiter und gerade hier bei Materialien oder so, sollen sie machen, wer den längeren Atem hat, ne? Ja. Aber bei den Legis, das hat uns aufgeregt. Allgemein Rüstungssachen. Nimm mal einfach mal das Novizengear hier, Stufe 87, was die frischen 50er Twinks kaufen können.
Das ist eine Sache, da kannst du, wenn dein Markt da kein Interesse dran hat, kannst du da wirklich Gold mitmachen. Weil es gibt tatsächlich Leute, die mit einem Twink auf 50 dann halt eben nicht bis 60 durchballern und sich dann das Courtier-Gear schicken, sondern denken sich so, yo, ich möchte gern halt mit Itemstufe 87 rumlaufen, statt mit 50 oder was du da im BFA beim Leveln bekommst. Keine Ahnung. Ich glaube, ich war mit meinem Schurken neulich, als ich den hochgelevelt habe, 50 Item-Level und 87, das macht halt schon ein bisschen was aus, gerade bei Waffen zum Beispiel Ja, oder wenn du frisch bei den 60 bist, kannst du dir das Hauptversuchsteilen. 200er Gear holen. Ja, natürlich kannst du Wobei, machen, das aber. ist noch richtig teuer. Also, aber es gibt ja auch das Kommt auch wieder auf den 151er. Server an. Ne? Also, ich habe meinem Jäger drei Teile geholt, weil ich die nicht bekommen hatte. Also, das ging. Die waren im Schnitt 2000 Gold wert. Das lohnt. Wobei, da weiß ich jetzt nicht mit den Materialien, weil da musst du ja auch ordentlich was reinbuttern. Du musst halt eben das Novizengear her. Ich nehme nur das Novizengear. Das kannst du ja entscheiden. Du kannst ja Greens machen mit Novizengear oder Blues. Du kannst, nehmen wir mal Schmiedekunst. Die blauen Items sind die Schattenstahl-Items beim Schmied. Schattenstahl, Brustplatte, bla bla bla. Und dann gibt es die grünen, die zeremoniellen Sachen. Kannst du beides mit Novizengear machen. Das blaue wird halt besser gekauft, weil ich glaube, bessere Werte. Ich gehe mal kurz gucken. Brustplatte hat. Bei Blue 141 Rüstung, 40 Stärke. Ach, halt, stopp, das ist Ja, das falsch. ist Das ja ist nicht hier. jetzt Egal, fürs. die Blue-Sachen sind eigentlich besser. Kannst du machen. Und dann musst du halt diese Handwerk des Novizen-Dings herstellen. Wie heißt denn das genau? Mal des Handwerks-Novizen. Da musst du zum Beispiel bei Schmied 5 Laestritterz und einen leuchtenden Fluxus. Ja, ist ja nix. Das ist eigentlich nichts. Aber es wird trotzdem gut gekauft, weil Leute halt eben keinen Bock haben, von 50 bis 60 mit Guffelgear auf Item Level 50 zu questen Ja, und wie gesagt, und mit sich halt 60 denken, ist es ein jo. gutes, dieses 200er Set ist das gute Starter Set, um gleich in den ersten Raid zu gehen zu können. Ja, man muss ja Oder auch immer beide, wenn du bedenken, genug hast. man muss ja auch immer bedenken, ja, es gibt diese Account-Rüstung, die man sich schicken kann aus Courtia, diese 200er Teile, die gibt es ja. Für Leute, die schon in WoW drin sind, Du super. kannst Für auch Leute, die. 200er Items herstellen. Ja, kannst du auch machen, Mit richtig. diesem Das ist aber Stufe für Leute, 3. die. Das ist meistens für Leute uninteressant, die halt eben mehr als genug Stygia haben, um dieses Account-Zeugs aus Ja, Cordia zu holen. ja, Aber ja, es gibt das. auch eben genug Leute, die das eben nicht können, weil sie kein Stygia haben. Haben ja neulich in der Gilde auch mal jemanden gehabt, der kein Stygia hatte. Wenn du noch nicht so weit bist. Ja. Dann kaufst du das Zeug halt eben. Es sind alles Märkte, die eigentlich gut laufen würden, aber wo Leute einfach ungeduldig sind. Da komme ich zu meinem nächsten Punkt. Sorry, das war im Hintergrund, das war Telefon. Weiß nicht, ob er es gehört hat. Nein. Nein, mein Punkt, den ich da nochmal ansprechen möchte, ist, die Leute kaufen dann, egal ob Handwerk, egal ob Rüstung, egal ob Mount, wenn sie etwas wollen oder brauchen. Da ist es egal, ob man jeden Tag 50 Mal unterbietet oder ob man ein Item 50 Tage lang für den gleichen Preis reinstellt. Die Leute kaufen dann, wenn sie es brauchen. Außer du hast so eine arme Seele wie ich, die sich dann halt eben denken, der Preis ist zu niedrig und kaufen dir deinen Scheißdreck ab, weil er zu billig ist. Aber ansonsten kauft jemand halt nicht ab, weil es 10 Gold billiger ist oder weil es 100 Gold billiger ist. Das, ja, muss man sich halt eben auch immer verinnerlichen, dass der Bedarf da sein muss, damit was gekauft wird. Egal wie billig oder teuer man es reinstellt. Da kann ich zum Beispiel ein Beispiel bringen von einem Transmog-Item. Zu Transmog komme ich später nochmal, aber Transmog-Item. Die Klinge des Assassinen aus Burg Schattenfang hatte ich 3 Monate für immer den gleichen Preis drin. Ich war immer der einzige Anbieter. Es hat sich nie verkauft. Bis dann irgendwann dieser eine hergekommen ist und für knapp 100.000 Gold mir dieses Item abgekauft hat. Klar hätte ich jeden Tag unterbieten können, bis ich irgendwann bei 15.000 Gold angekommen wäre, aber wenn der Typ nicht da ist, der das Item haben will, Ja. verkaufe ich das auch nicht für 15.000 Gold. Ja, Also ja. kann ich auf den 90.000 Gold bleiben. Ja, es gibt AHA-Gebühren, aber meistens sind die nicht so hoch, dass man da irgendwie groß rumtun muss. Ja. Also bei Waffentransport kommen wir ja später nochmal zu. Ja, richtig. Ne? Da muss Da man ist ja aber sowieso ein eigenes aufpassen. Geschäft. Ja, Transmog ist ein kompliziertes Geschäft, ein eigenes Geschäft und ein Nebenbeigeschäft. Weil. Ich meine, es gibt Sachen, die werden immer gekauft und es gibt Sachen, die zum Beispiel hier diese hergestellten Sachen, da fällt, die kannst du ja da auch mit reinpacken.
ne? Aber ansonsten ist es ein Geduldsspiel. Richtig, ich mein, Transmog ist ultra langsam. Ich habe ein paar Items auf meinem Transmog Char, die gibt es nicht mehr. Mhm. Aber du musst halt warten, wirklich bis einer kommt, der die haben will. Richtig. Ne? Ich habe auch noch vom alten Scharlachroten Set habe ich noch einen Teil, alles andere habe ich schon verkauft. Ich habe aus MC die alten Teile, die Originale, habe ich noch drei. Den Rest habe ich auf die Bank gelegt. Es dauert, bis du die Sachen los bist. Richtig, weil ja, eben dieser eine Spieler kommen muss, der das haben will. Und da ist es, wie gesagt, scheißegal, ob du das alte jetzt für 5 Millionen reinsetzt oder für 15.000. Wenn keiner da ist, der es kaufen will, kannst du das für 5 Gold reinstellen. Gut, dann wird irgendwann dieser eine kommen, der sein Add-on oder so eingestellt hat, von wegen, oh mein Gott, bitte alte, nicht vorhandene Teile bei zu großem Undercut anzeigen, dann kaufe ich das raus. Aber ansonsten wird das niemand kaufen, weil es halt eben niemand braucht. Ist einfach so. Ja. Transmog ist einer der langsamsten, wenn nicht sogar der langsamste Markt in WoW, den es gibt. Ja. Da können irgendwelche Goldguides noch und nöcher von Gold pro Stunde labern. Wie ja, gesagt, Klinge des Assassinen, 3 Monate, jeden Tag, reingestellt. Ja. Es hat sich dann erst verkauft. Es gibt Items in meinem Bankchar, die habe ich seit über 1,5 Jahren und sie haben sich nicht verkauft. Da muss man irgendwann ab einem gewissen Punkt überlegen, ist es das einem wert? Hat man das Gold immer wieder in diese Auktionshausgebühren? Ja, aber die sind meiner Meinung nach bei vielen Sachen, gerade älteren Sachen, nicht so hoch, dass man da massig verliert. Vor allem, ich bin der Meinung, was auf meinem Main passiert an Gold ist in Ordnung, da bin ich vorsichtig. Was auf meinen Bankcharts oder auf irgendwelchen anderen Servern passiert, ist mir scheißegal. Wenn ich da Gold verliere, dann verliere ich da Gold, mein Gott. Ist halt so. Genau. Aber ansonsten, also, es bringt auch nichts, wenn ihr Transmog dann halt eben, außer ihr kappelt euch damit irgendwem anderes, zum 10.000. Mal am Tag um 5 Gold unterbietet, kauft trotzdem niemand. Das mache ich gar nicht. Ich habe da, was Transmog angeht, habe ich die Ruhe weg. Ja, ich setze meine einfach, Sachen, nicht verkauft. Ich setze meine Sachen rein und natürlich gibt es den einen oder anderen, der die Sachen unterbietet, aber ja, selbst dann, ich habe jetzt ein paar Wochen lang, ich habe zum Beispiel mal einen Riesensatz Klamotten aus Kater gebaut. Und bis auf 2 Paar Schuhe habe ich jetzt alles verkauft. Aber auf Zeit, ne? Mal verkaufst du viel, weil gerade viel dieses Zeug haben wollen. Ne? Gerade wenn du auf einem RP-Server bist, wenn die irgendwelche Projekte machen und auf einmal brauchen alle die gleiche Rüstung. Richtig. Das merkst du, dann gehen auf einmal zack, 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 alle Sachen weg. Ja, und es ne? kann aber passieren, dass auch ein halbes Jahr keiner diese Scheißrüstung braucht. Genau, dafür so. Gehen dann wieder andere. So Kleinigkeiten gehen immer. Und was wollte ich sagen, bei Waffen muss man sowieso immer aufpassen. Waffen haben höhere Gebühren wie Klamotten. Das ist richtig. Da muss man zur Sicherheit eben abwägen mit den Auktionshausgebühren. Will man das jetzt jeden Tag reinstellen? Genau. Ja, klar. Irgendwann, ich habe eine Klinge des Assassinen auch für 15.000 Gold reinstellen können. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen weniger Auktionshausgebühren gezahlt, aber das wäre mir im Endeffekt scheißegal. Die teureren Sachen, die selteneren Sachen, die setze ich auch eher mal rein, wie als wenn ich jetzt irgendwas Grünes gefunden habe, was am Anfang teuer war und mittlerweile, weil so viele laufen, immer weniger wurde. Irgendwann sortiere ich dann einfach aus und gucke halt, okay, unter einem gewissen Preis kommen gar keine Sachen mehr ins AHA. Ja, also bei mir ist so, auch so, ab, ich glaube, 500 Gold mittlerweile, bei mir niedriger setze ich nicht mehr rein. Ja. Weil es sich nicht lohnt, weil das einfach jeder bekommt, weil solche Farms wie Sulfarak und so weiter, die sind so überlaufen. Und dann kriegst du halt die blutgewebte Stoffweste halt 20.000 Mal und jeder stellt die halt eben dann für 50 Gold rein, brauchst halt auch nicht. Ja, manchmal hast du dann aber auch Glück, dann gehst du rein und kriegst halt so reich. Hier zum Beispiel die Hosen, die ich da letztens bekommen habe, in Hügel, die Salz... Du meinst Salzstein-Beinplatten, Saltstone Legplates, ja, weil die immer noch auf Englisch. Ja, ja, die immer noch auf Englisch sind, genau. Ja. Also ich habe, die sind wahrscheinlich offiziell, glaube ich, gar nicht mehr da, weil sonst wären die nicht auf Englisch. Doch, die sind schon da. Das ist einfach nur ein Item, wo nicht gemeldet wurde und wo Blizzard das halt ebenfalls betitelt hat und noch nicht umgeändert hat. Ja, dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr selten, dass es droppt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil die nämlich sehr teuer sind. Ich habe die jetzt schon 3 oder 4 Mal gelootet. Kommt halt immer aufs Glück drauf an. Gibt auch Leute, die laufen 10-mal so Verratten, kriegen 10-mal die glorreichen Beinplatten. Ich habe die bis heute einmal gelootet.
Habe ich dir erzählt, dass ich in Hügel Jade-Sachen getroppt bekommen Ja, habe? Das hast du schon, das weiß ich auch. Also selber, der Loot-Pool ist komplett durcheinander. Ich hatte ja mit Shadowlands Start nochmal angefangen, diese 100 Läufe zu machen. Da sind übrigens zwei Videos drin. Ich werde das wahrscheinlich nochmal neu machen, weil der ganze Loot ist durcheinander. Komplett durcheinander. Aber Hügel bin ich auch schon 100 Mal gelaufen. Also ja, da kriegst du alles Mögliche. Was ich nicht aus dem Hügel bekommen habe, ist jetzt eine glorreiche Sachen. Aber ja, die Sachen habe ich bekommen. Und tyrannische. Ja, aber das dürfte da eigentlich gar nicht droppen. Weiß ich tatsächlich nicht. Da habe ich mich mit dem Levelbereich nicht so beschäftigt. Tyrannische glaube ich nicht. Aber ich habe im Flammschlund ja auch die Sachen aus dem Schloss bekommen. Okay. Du kriegst im Flammschlund Bukaniers und Badenklamotten. Das habe ich, glaube ich, in meinem Video gezeigt. Kann auch in den Höhen des Weglagens, glaube ich, droppen, das Zeug. Ja, ursprünglich soll man ja eigentlich nur nach Schloss gehen. Für aber also seit dem Level Squish ist das sowieso alles, glaube ich, dass keiner mehr so richtig weiß, was da Sache ist. Ja. Da sind wir aber noch am Überlegen, oder ich bin da noch überlegen, wie ich das genau mache. Da kommen wir aber dann ein andermal dazu. So, was hast du denn noch auf deiner Agenda? Was ich noch zu Transmog sagen will, Transmog ist, wie ich gesagt, schon extrem langsam. Es kann aber auch einfach passieren, dass alles, was wir hier sagen, widerlegt wird und ihr glücklicherweise, weil ihr einfach Glück habt, also jemanden, der das gerade wirklich braucht, innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen alle euer Zeug verkauft. Glorreiche Beiplatten zum Beispiel, die habe ich damals gelootet, als ich einem Kumpel gezeigt habe, wie man so ein Fahrrad vernünftig läuft, am besten. Und die habe ich innerhalb von zwei Tagen verkauft gehabt, obwohl 10 andere drin waren. Also kann passieren. Das möchte ich auch nochmal erwähnen. Wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, im Endeffekt könnt ihr mit eurem Zeug machen, was ihr wollt. Das sind einfach nur meine Ansichten oder besser gesagt unsere Ansichten im Moment. Klar, ihr könnt euer Zeug auch weiter für 98 selber reinstellen, aber ja. Hier, habe ich dir da erzählt, ne? Ich bin Stratholm, rein. Die erste Mobgruppe, gleich die Nachtklinge, das Epic gedroppt. Ja. Ne? Die Rezepte, was die für Preise haben. Alter. Ich bin ja neulich auch Stratholm mehrmals gelaufen. Habe ich auch 5 Epics oder so bekommen oder 6 Epics, keine Ahnung. Aber es hat sich jetzt noch nichts von verkauft. Hätte aber auch passieren können, dass es sich verkauft. Ist halt eine reine Glückssache. Also Transmog würde ich niemals als festen Goldwert einplanen, dass sich das wirklich gut verkauft. Nee. Nicht mal auf RP-Servern. Ich habe es auf RP-Servern probiert. Es sind auch wieder unterschiedliche Sachen. Wenn man diesen Atem hat und da wirklich kämpfen will, kann man bestimmt auch viel verkaufen und Goldcap machen. Ich hab's nicht geschafft. Also man kann viel Gold machen, ich weiß das. Ich hab, glaube ich, insgesamt jetzt auch schon über 1 Million nur mit Transmog gemacht. Aber es ist halt... Ich habe auch festgestellt, also die hergestellten Sachen, also die aufwendiger besorgten Sachen, wo du halt die Mets farmen musst, die Rezepte farmen musst, dann die ganzen Kleinigkeiten besorgen, die da rein müssen... Die wirst du teilweise schneller los als. Ja, weil es ja keine Sau anbietet, außer du, weil du, wie du schon gesagt hast, du hast das magische Wort gesagt, aufwendig. Ja. Und da möchte ich dann, das ist, glaube ich, der beste Überleitungssatz, den wir jetzt finden konnten zu meinem nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen wollte. Aufwendigkeit. Beobachtet eure Märkte und geht auch mal auf die unscheinbaren Dinge ein, die jetzt euch keiner erzählt, wo vielleicht niemand drauf kommt. Denn. Mein Satz, den ich damals aus einem Video ultra geil fand und den ich auch bis heute übernommen habe, baut auf die Faulheit eurer Mitspieler. Ja. Das war damals, als im Dunkelmond-Jahrmarkt dieses neue Rochenmount drin war. Hm. Das ist auch schon wieder Jahre her. Die Leute waren zu faul, sich dahin zu stellen, diese Dunkelmond-Durchmäuler zu angeln. Die gehen immer noch gut, die Fische. Das war grad zum Level-Squish damals, glaube ich. Oder war es zum Stat-Squish? Da muss ich auch dieser Angelskill verändern. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wo der Angelskill nicht mehr 800 war oder so, sondern auf alle Gebiete ausgeweitet wurde. Ja, es war zum Level-Squish, glaube ich. Genau. Und da war das so verbuggt damals, dass du aus allem... außerhalb von Schwärmen extrem selten diesen Fisch bekommen hast. Und die Leute waren, bis das gefixt wurde nach 2-3 Tagen, waren die viel zu faul, sich hinzustellen und diesen Fisch zu angeln. Ich bin halt immer von einem Schwarm zum nächsten und habe da, glaube ich, 300 bis 400.000 Gold insgesamt in den 3 Tagen gemacht. Ja. Also, das ist aber nicht das, was ich jetzt genau ansprechen wollte, sondern eher so was wie Händlermatz.
Alles, was die Händler verkaufen kann. Der orboreale Splitter zum Beispiel, da muss man, und deswegen meine ich auch, beobachtet eure Märkte. Der orboreale Splitter war vor 2 Wochen am Donnerstag, das war extrem lustig, das war nach dem Raid, da saßen wir noch im Call, falls du dich dran erinnerst, und da meinte ich, der orboreale Splitter, den du bei Ding für 125 bekommst, war bei mir für über 400 Gold oder so drin. Und ich habe an einem Abend auch wieder mehrere tausend Gold dadurch gemacht. Ja. Das habe ich damals also, mit dem BFA Kochmetz auch gemacht. Richtig, du gehst zum Händler hin, holst das Mehl oder was da gibt. Mehl, du, Kaffee, alles was da gibt. Alles mögliche halt eben. Oder was brauchst du denn jetzt für Festmehle? Ich guck mal ganz kurz, was du für Shadowlands ja, den ganzen brauchst. Scheiß, den der Händler da verkauft. Richtig, warte mal kurz. Nehmen wir mal das Fest mal. Hier, geschmuggeltes Obst und Gemüse, reichhaltige Milch, Glanzweizenmehl. Das kaufst du für, was weiß ich, ein Stack für ein Gold beim Händler und verkaufst es im Auktionshaus nach und nach für mehrere hundert Gold weiter, weil die Leute halt einfach zu faul sind, zum Händler zu gehen und sich den Scheiß zu kaufen. Ja. Du musst einfach alles mal versuchen und schauen, wie geht's auf euren Märkten. Klar, Low-Pop, Mid-Pop und so weiter, musst du aufpassen, es funktioniert nicht alles gleich. Vor allem, wenn mehrere Leute die gleiche Idee haben. Ja, besonders, ich meine, die Idee haben mehrere, aber man muss halt natürlich einfach probieren. Hier alleine mit dem Geschenkpapier damals, ich, ein Geschenkpapier, das kostet Silber oder Kupfer beim Händler. Ich habe es für 5000 Gold verkauft. Ja, ja, eins. Das Papier habe ich auch drin. Das und einmal für 7000. Zum Weihnachtsevent. Ja. Einfach mal sowas kaufen. Herkömmliches Mehl aus BFA ist es, glaube ich, ne? Verkaufe ich immer wieder für 15 Gold das Stück. Obwohl es beim Händler, glaube ich, 10 Silber kostet. Eins. Ja, weil du das auf dem, zum Beispiel, wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt ist, brauchst du das für das Kochrezept meistens. Richtig. Und die Leute sind einfach zu faul, sich nach der Saar-Lore nach Fujiras zu porten und sich das kurz beim Händler zu holen. Da denken sie sich, gut, Aktionshaus, it is, ich hole es mir. Ja. Dann zahle ich das Geld. Oder Weihnachten, wenn du das Lebkuchenrezept oder so machst, brauchst du Milch. Kannst richtig auch schon reinballern. Milch und kleine Eier. Aha. Ja. Stelle ich mich jedes Mal, bevor das Weihnachtsevent losgeht, stelle ich mich kurz einmal an einem Farmspot, farm für eine Stunde und an. Das funktioniert leider Gottes immer nur 1-2 Tage, weil dann immer bitte gefühlt jeder draufkommt. Ja, ja. Und dann unterbieten sie sich alle wieder, warum auch immer. Es wird, weißt du, am ersten Tag verkaufst du ein so ein kleines Ei für, sagen wir mal, 500 Gold. Es funktioniert, du machst an einem Tag super Gold und am nächsten Tag ist es halt für 20 Gold drin. Du denkst einfach so, warum? Es funktioniert doch. Warum ja unterbietet ihr so hart? Das sind diese Logikgeschichten, die ich nicht verstehe. Es gibt so viele Seiten, wo man gucken kann, wie sich was zu welchem Preis verkauft hat, zu welchen Zeitpunkten auch noch. Undermine Journal ist hier das beste Ding. Oder wenn ihr TSM nutzt oder so, da kann man das alles einsehen, wie sich was in welchem Zeitraum verkauft hat. Jeder, weißt du, die Leute, die schauen sich immer Goldgeiz noch und noch an, weil sie nicht selber gucken wollen. Ist klar, man holt sich immer mal wieder Eindrücke von irgendwo anders. Und du guckst dir das an und die Goldmaker, die sagen dir, ja, guckt auf Undermine Journal. Wenn ihr TSM habt, könnt ihr das und das machen. Und das macht keiner. Und du denkst einfach so, why? Ja, das ist. Aber das ist ja auch nicht neu, diese Tipps gibt es ja nein schon. Das war eigentlich so mein Hauptpunkt. Das war eigentlich so mein Hauptpunkt, warum ich hier eigentlich ursprünglich so einen Rant machen wollte, warum die Leute nicht vernünftig mit dem AHA umgehen können. Dann wollten wir so ein Tipps und Tricks Video machen, das labern wir wie so ein Podcast, also ich weiß auch nicht. Nee, kommt immer an, dass jemand denkt. Richtig, beobachtet euren Marktpunkt. Den kann ich noch ein bisschen ausführen. Es gibt Tage in der Woche, da spielen die Leute mehr. Da spielen Leute, die unter der Woche nicht spielen können. Das sind voraussichtlich Samstag, Sonntag, Montag. Meistens auch noch der Dienstag. Beobachtet, wenn ihr Sachen rauskaufen wollt zum Herstellen oder zum Weiterverkaufen, genau in den 4 Tagen euer AHA. Da kann es nämlich sein, dass gerade Herstellungsmats um einiges billiger sind als in den restlichen Wochentagen, weil halt eben die Leute die Woche dann nicht mehr spielen können, ihr Zeug verkaufen wollen und sich dann maßlos weiter unterbieten. Todesblüte, bestes Beispiel bei uns, ist unter der Woche teilweise bis zu 8-9 Gold wert, das Stück, am Wochenende 4,50. Die schreiben für das Legendary. Unter der Woche am Mittwoch, Reset Day, die Leute wollen ihre Legendaries verbessern, wollen neue bauen. Springt das teilweise, wenn jemand sich hinsetzt und das resettet auf 600 Gold pro Ding drauf.
Die meiste Zeit aber eher 130 bis 200 Gold am Wochenende. Gott, kann man, wenn man das Gold hat, einfach mal rein investieren und probieren. Muss man da gucken. Oder Legendaries kann man am Wochenende auch rauskaufen, wenn man nicht solche armen Seelen ist wie wir beide und dann immer wieder Leute haben, die ihre Legendaries für 98 Silber reinstellen mit 50 Stück. Zum Beispiel. Ja, ich habe keinen Platz mehr auf. Ich will nicht noch eine zweite Gildenbank. Ich zum Beispiel, das kann ich zum Beispiel sagen, wenn mich wieder der Hafer sticht und ich halt eben Bock habe, diese Schreiben für die Legendaries herzustellen, dann gehe ich am Samstag oder Sonntag her und kaufe die Todesblüte billig auf, den Nachtschatten billig auf und dann setze ich mich halt 3 Stunden hin und craft diese Schreiben, die ich dann am Mittwoch einstelle. Gold wieder reingeholt. Mittwoch ist ein sehr guter Tag. Donnerstag auch noch. Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind so die besten Tage für diverse Sachen. Ring, Verzauberung, allgemeine Verzauberung und so weiter. Oh ja, Verzauberung, damit habe ich auch sehr, sehr viel Gold gemacht. Im Allgemeinen muss man sich halt immer auch damit verbunden merken, dass das Auktionshaus teilweise einfach nur purer Spekulatius ist. Man muss manchmal einfach Gold in die Hand nehmen und gucken. Man kann sich richtig hart damit bereichern. Oder auch richtig hart oder in die Scheiße hart, greifen. Oder richtig hart in die Nesseln setzen. Da habe ich mal ein paar Beispiele, die habe ich mir notiert. Positive Beispiele sind die Legendary Ringe. Die waren bei uns, die 190er zum Beispiel, mal für 2500 Gold drin. 10 Stück. Ich habe mir gedacht, gut, schaust du weiter. 210er, 10.000 Gold. 225er, 25.000 Gold. Und so weiter, bis die Stufe 4 waren dann wieder in Ordnung. Oder Stufe 5, keine Ahnung. Stufe 4 sind die 235er, ne? Stufe 4 ist 235, ja. Ja, bis Stufe 4 konnte ich gucken, war alles recht billig drin. Dann gut, dann habe ich mich hingehockt, habe mal notiert in meinem Spreadsheet, ja gut, was brauchst du für die Legendaries? Bin ins Auktionshaus gegangen, geguckt, wow, die Herstellungskosten haben sich sowas von massiv verabschiedet in irgendwelche Distanzen. Also Herstellung vom Ring 1 war bei 20.000 Gold für das, was im Auktionshaus drin war. Und der Ring hat 2.500 Gold gekostet. Da dachte ich mir so, okay, guckst du weiter. 2.10 für 10.000 Gold im Auktionshaus drin. Herstellungskosten knappe 30.000 Gold. Und so ging es halt immer weiter, auch bei anderen Legendaries. Dachte ich mir, so kann nicht sein. Habe ich mir die ganzen Schattenschreckringe rausgekauft, wieder teurer reingestellt, die wurden alle verkauft. Ich glaube, ich habe da allein in 2 Wochen... nur durch die Ringe eine 500.000 Profit gemacht. Oder wenn man mal von den Legendaries weggeht, Kobalt ist immer wieder so eine Geschichte. Das unterschätzen so viele Leute. Ich weiß nicht warum. Es gibt Server, das ist Kobalt so scheiße billig drin. Ich gehe auf den Server, farm ein bisschen was, kauf das Kobalt auf, verkauf's. Profit. Ja. Meilenweiter Profit. Dann gibt's aber auch wieder negative Beispiele. Bleiben wir bei den Legis, die Legendary Lederarm-Schienen. Oh Gott. Die waren so billig bei uns drin. Ich habe mal auf WoW geguckt, was die ganzen Klassen für die Legendaries brauchen. Und Armschützer war sehr, sehr häufig vertreten. Dachte ich mir, gut. Reset. Warum nicht? Die Leute wollen kein Gold machen, mach's ich. Push die Kuchen. Denn die sind dank Quartia, wo du halt eben Dailies hast, wo halt eben Mobs umbrezeln musst, kannst du so viel Leder farmen, dass das halt so schnell nachkommt, dass die Leute so schnell nachproduzieren, dass es sich wieder überhaupt nicht rentiert hat. Die Rang 3 Armschienen habe ich am ersten Tag für 60.000 Gold das Stück verkauft. Mittlerweile sind sie bei 20.000 Gold. Die Rang 1 habe ich am ersten Tag für 15.000 verkauft, sind jetzt mittlerweile bei 1.000 Gold und so weiter. Habe ich mich richtig hart in die Nesseln gesetzt. Habe ich, glaube ich, auch Verlust gemacht im Endeffekt. Und negatives Beispiel, was ich noch gern bringen würde für Non-Legendary Sachen, ist das Fleisch. Vor 9.1 habe ich mir gedacht, Phantasmakeule, ätherisches Fleisch, ist für teilweise 7 Silber das Stück drin. Oh, die sind immer so kaufen, das wird hundertprozentig mit 9.1 gebraucht. Meine ganze Bank ist damit voll. Ich krieg das Zeug nicht mehr los. Ich muss es wahrscheinlich jetzt dann beim Händler verkaufen, weil ich es mittlerweile aufgeben habe. Wenn du es einfach nicht brauchst, ist kein Rezept dazu gekommen, wo es brauchen kann. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass mit dem nächsten Raid nochmal neue Sachen kommen, weil irgendwann ist das ja auch zu klein für uns und eigentlich gibt es ja immer noch ein drittes. Auch ja, ich zweifle mittlerweile dran, dass das ätherische Fleisch und die Phantasmakeule nochmal für irgendwas gebraucht werden. Ich glaube, da kommt eher noch mal neues Fleisch. Wird das nicht für normales Essen mitgebraucht irgendwo? Es wird
glaube ich, irgendwo mitgebraucht, aber so wenig, dass es dir keine Sau abkauft. Es droppt so häufig und es kauft dir einfach keine Sau ab. Auf deinem Server, wo ich ja auch einen Charakter hochgelevelt habe, meinen Schurken, habe ich probiert, die Phantasmakeule zu resetten. Habe ich, glaube ich, alle 1500 Stück für 300 Gold aufgekauft und habe es versucht, statt die für 70 Silber für 2 Gold pro Stück reinzusetzen. Ich glaube, die sind jetzt bei irgendwas mit 7 Silber bei euch auf dem Server wieder. Vergiss es. Kannst du vergessen. Die Leute wollen es teilweise nicht anders. Also es gibt einfach Sachen, da kannst du dich richtig hart in den Nessel setzen. Und das ist einfach Spekulatius. Du musst einfach mal auch ein bisschen Gold in die Hand nehmen. Du kannst richtig hart gewinnen, du kannst aber auch richtig hart verlieren. Und du darfst dich einfach nicht davon abschrecken lassen, meiner Meinung nach. Es ist im Endeffekt nur Spielgeld. Ja. Klar, du kannst dir deine Marke dadurch finanzieren, deine Spielzeit. Aber alles Weitere... Wie gesagt, mein Bankchar ist allein zum Probieren und was da funktioniert, funktioniert, was nicht funktioniert, geht in die Hose, mein Gott. Am sichersten ist immer noch Material verkaufen. Richtig, das braucht einfach jeder und wenn du nicht das Pech hast, irgendwelche Bots auf dem Server zu haben, dann kriegst du das Zeug auch los. Ich glaube, ich habe ja, habe ich dir erzählt, ich habe innerhalb von 3 Tagen 30.000 Gold bei Home Server nur mit Mats gemacht. Ja, also Mats, egal welches Add-on. Beim Leveln gefarmt und gut, weg damit. Ja. Immer gleich. Das geht immer. Auch alte Mets teilweise noch. Golddorn zum Beispiel. Hallo, kleiner Tipp an euch, Golddorn. Der ist ja gar nicht so schwer zu farmen. Ich hatte den sogar resettet mal. Weil ja, mache ich auch regelmäßig. Gold, weil der schon auf 20 Gold runter war. Ja, mache ich regelmäßig. Der geht bei uns mittlerweile für über 100 Gold pro Stück weg. Ich müsste ja ich auch mal wieder farmen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich brauchte keinen Farm, ich habe resettet. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt gar nichts mehr davon. Gehst in die 2 Dungeons, sollten Kral und Klügel. Hügel des Klingenhauers rein. Oh, da kriegst Hügel du das Zeug. Ist voll damit. Oder du farmst im südlichen Brabant, fliegst ein paar Mal im Kreis, dann hast du auch Gold gemacht. Mein Gott. Also es gibt manche Sachen, die funktionieren. Zum Beispiel Kupfer funktioniert auf manchen Server gar nicht mehr. Manchen, da verdiene ich mich dumm und dämlich an Kupfer, Eisen und so weiter. Auf anderen gar nicht. Ist halt einfach spekulieren. Muss man manchmal machen. Ja. Und lasst euch nicht vorschreiben, wie teuer ihr euer Zeug reinsetzt. Das haben wir, da haben wir uns vorhin noch drüber lustig gemacht. Im Zuge dessen, dass ich diese Legis damals mich resettet habe, habe ich einen passiv-aggressiven Ingame-Brief bekommen, der sich darüber echauffiert hat, dass ich die Legis teurer gemacht habe. Wie war das? Und dann hat er ein teures bei dir gekauft, ne? 2 teure. Er hat erst geschimpft, dass ich die Rang 1 hochgesetzt habe und die Rang 3 war es. Und hat sie dann beide gekauft am nächsten Tag. Weil er musste. Weil ich ihm keine andere Wahl gelassen habe. Nein, dass euch jemand anmault, weil ihr zu billig reitet, das kann passieren. Gerade bei Transmog gibt's Leute. Ich bin zwar auch immer ein bisschen stinkig, wenn Leute das machen, aber wie gesagt, eher aus dem Logikgrund. Aber es wird selten passieren. Dass euch Leute antreiben, weil ihr Sachen zu teuer reinstellt. Gerade wenn es wenig davon gibt, das wird häufiger passieren. Ist mir auch schon häufiger passiert. Nicht nur das eine Mal, das ist jetzt nur das neueste Beispiel. Mir ist es keiner. Ja. Erzähl du dein Beispiel, weil ich kann danach. Mir ist das mal passiert, da hat jemand etwas wohl zu günstig reingesetzt, also hat wohl 2-3 Nullen vergessen. Und ich habe das gesehen in dem Moment, weil ich gerade im AHA war und habe es gekauft und habe dann von ihm was gekriegt. Und was ja, mein Gott. Das ist dein Fehler, nicht meiner. Was hat er denn gesagt? Das würde mich interessieren. Oh, das weiß ich nicht mehr. Genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Aber der hat sich halt, hat mir zum Kauf gratuliert. Ah. Ich glaube, ja, das war eher Legion, so von wegen, mein Fehler gern geschehen. So nach dem Motto. Ich habe zu Legion mal mit einem Allianz-Char, den ich auch auf dem Server hatte, den habe ich mittlerweile gar nicht mehr, der ist gelöscht, weil ich keine Allianz auf dem Server spiele. Da habe ich ein BOE in Legion gedroppt. Bekommen, das war glaube ich 60.000 Gold oder so wert. Und ich wollte mir das auf meinem Horde-Charakter, das dummer Vergangenheitskris, wollte ich auf meinen Horde-Charakter übergeben. Geht ja nicht, weil fraktionsübergreifend hier Post verschicken funktioniert nicht. Dann dachte ich mir so, gut, die Auktionshäuser sind ja zusammen, Allianz und Horde. Stelle ich das einfach mal ganz kurz für wenig Gold rein und kauf's mit meinem Horde-Charakter. Kannst vom eigenen Account nicht kaufen. Ja, das wusste ich damals auch nicht, aber. Es hat keine 2 Minuten gedauert, bis das Ding weg war.
Ja, für sowas hat man früher das Anfängerfehler, mein Gott. Schwarzmarkt-Auktionshaus genutzt und Ja. einen Kollegen auf der anderen Seite Du gehabt. meinst dieses fraktionsübergreifende Auktionshaus, was da gibt, oder? Das Schwarzmarkt in Schwarzmarkt, Tanaris und Ewige Wacht oben. Das war damals das Auktionshaus, wo alle handeln konnten. Okay. Ne? Weil damals ging das allgemein übers AH selber nicht. Und mittlerweile ist es ja so, dass Allianz und Horde miteinander handeln können. Und wir haben auch schon mal Taschen rüber geschifft. Und wenn sowas ist, dann müssen wirklich Beine am AH stehen und Beine müssen die Seite auf. Weil ich habe einem aus der Gilde, der hat sich einen Allianz-Schar gemacht und ich habe gedacht, komm, ich schicke dir ein paar große Taschen. Geh ans AH, ich setze die günstig rein und du kaufst sie dann raus. Ja, mit CSM und so weiter geht es halt einfach so ultra fast. Er hat er nicht, aber er war Nicht? schnell. Er war Ja, schnell, ja. aber bei meinem Beispiel damals mit dem BOE, was ich da wird einer mit TSM dran gesessen sein, wird es gesniped haben, gutes Pech Ja. gehabt. Ist Lehrgeld, das ich bezahlt habe. Ja. Ist halt einfach so. Nee, aber Ja. Ja. was ich dazu sagen wollte, ist halt eben, es kann euch im Prinzip keiner sagen, für wie viel ihr euer Gold da machen könnt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr verkauft den Kupferbarren für 10.000 Gold das Stück, weil es kein anderer macht bei euch, dann ist es eure Sache. Kauft ihr das raus, weil jemand das für 2 Gold reinsetzt und setzt es dann wieder für 10.000 Gold rein. Das ist eure Sache. Ich lese es immer wieder so häufig, dass das ja angeblich verboten ist, weil das Marktmanipulation ist und sowas. Kompletter Bullshit. Wie wir es vorhin gesagt haben, was verboten ist, ist, wenn ihr dann eine Gilde macht, wo ihr Leute zum Beispiel dafür bezahlt mit Echtgeld oder so Ein und Kartell sagt, aufbaut. und ihr baut euch dann Kartell auf und kontrolliert Märkte und manipuliert das dann so. Das ist verboten. Ich glaube, das funktioniert auch ohne Echtgeld. Also wenn ihr da wirklich euch zusammenfasst in der Gilde und wirklich Märkte manipuliert bis zum Gehtnichtmehr. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich dagegen ist. Aber wenn ihr der Meinung seid, dass der Kupferbarren für 10.000 Gold weg ist und ihr kauft alles drunter auf, sodass nur noch Kupferbarren für 10.000 Gold drin ist, dann ist das euer Ding. Dann kann euch jemand anschreiben, wie er will, dann soll er selber farmen gehen. Also Genau. lasst euch nicht beirren, auch in die andere Richtung. Ja, ich heule mich konsequent aus, weil Leute so heftig unterbieten, aber im Endeffekt ist es ihr Ding. Ich möchte mit dem allen eigentlich eher nur sagen, es ist nicht nötig. Das ist eigentlich so mein Die Standpunkt. Es ist nicht Kernaussage des nötig. Ganzen. Richtig, die Kernaussage dieses ganzen Videos ist eigentlich, es ist nicht nötig zu unterbieten. Ihr macht euer Gold auch so. Es kauft keiner, außer jemand, der resettet, euer Zeug raus, weil ihr es billiger reinsetzt. Metz mal ausgeschlossen, bei Metz braucht irgendwie jeder, die kauft. Aber selbst da brauchst du nicht unterbieten. Du Nee, musst sie die ja Marke nicht. schneller rausgekauft, wie du Wenn die reingesetzt hast. Marktkröte 50 Gold wert ist, musst du sie nicht für 15 Gold reinsetzen. Du verkaufst sie auch für 50 Gold. Genauso schnell. Ja, meistens gerade Materialien, die stellst du rein und werden instant fast schon gekauft. Aber ein Beispiel zum Material. Echt Silber ist es hier. Echt Silberbarren. Da ist jemand bei mir auf dem Server, der der Meinung ist, er muss sie dauernd unterbieten. Sie werden auch so rausgekauft. Der kann die auf 9 Gold runtersetzen, dann kaufe ich sie raus. Klar, dann hat er sein Gold, was er davon hat. Toll, schön und gut. Ich verkaufe die ein paar Tage später trotzdem für weiterhin 50 Gold das Stück. Aber es ist halt einfach unnötig, weil man einfach so ein bisschen die Geduld aufbringt. Das ist beim Auktionshaus mit allem so. Du musst Geduld haben. Es verkauft sich nicht von jetzt auf gleich. Nur weil du was reinstellst, stehen die Leute nicht Schlange. Oh mein Gott, Spieler XY hat jetzt, was weiß ich, Goldbarren reingestellt. Die müssen wir jetzt alle rauskaufen. Also Geduld ist das A und O beim Goldmaking. Ja. Egal ob Mats, egal ob Transmog, egal ob Mounts, scheiß drauf. So, was hast du noch so auf dem Zettel? Hab ich noch irgendwas stehen? Moment, ich muss mal kurz Guck mal gucken. drüber. Das habe ich angesprochen. Das habe ich angesprochen. Dass die Leute nicht unterbieten sollen, das ist Haben wir sowieso auch die schon Kernaussage. angesprochen. Transmog haben wir auch schon angesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ich kann noch einen kleinen Tipp geben für Leute, die Sachen verkaufen wollen. Ich gehe mal kurz in das Auktionshaus und gucke, was sich da verkauft. Ich bin mal ein freundlichen. Ich gebe mal noch so einen Tipp. Kobaltbarren war ja vorhin schon mein Tipp. Jetzt Schaut fliegt euch er Kobaltbarren an. mitten im Gespräch, fliegt er einfach mal weg und geht Naja, an ich meiner gucke gar. es immer. Ja. So, schauen wir doch einfach mal. Was habe ich denn so auf meiner Favoritenliste? Da habe ich denn Sachen, die sich ganz gut verkaufen. Aber nur ein Tipp, wir wollen ja nicht Ja, alles verraten. wenn ihr Sachen farmen wollt, die gut weggehen, schauen wir mal.
Ah, Kobaltbarren, lustig, für 80.000 Gold, ihr wollt mich auch verarschen. Das ist es wieder. Der wird 100 pro Leute haben, die ihn anschreiben und sagen, bist du bescheuert in der Bonne? Man farmt Kobalt, ganz ehrlich. Weißt du was, ich kaufe mal das Kobalt raus, was gerade drin ist. Das sind genau 64 Stück für Stückpreis 98 Gold, das ist jetzt meins, Dankeschön. 6.000 Gold ausgegeben. Ja, Kobalt und Golddorn haben wir auch schon gesagt. Was ich raten kann, ist, alles, was ihr zum Beispiel zur Mount-Herstellung braucht oder zur Haustierherstellung, geht auch immer gut. Denkt an die Shopper, denkt an die Fiole. Blechsteinerz und denkt an die Legion. Genau, aus der Nachtfestung, den Hund. Mein Tipp an euch, den ich euch jetzt gebe, Blechsteinerz und Teufelsschiefer. Macht euch einfach mal eine Stunde, macht euch eine Serie an, fliegt euch Surama zum Beispiel, verarmt. Das Zeug geht weg. Also ich verkaufe es immer recht schnell, weil es einfach für jeden Bullshit gebraucht wird. Ja, also wie gesagt, alles, was du für Mounts brauchst, geht immer sehr gut. Haustiere, Himmelsgolem ist ja, auch immer sehr beliebt. Ist aber auch, wenn das so eine Geschichte kommt, auch auf dem Server an. Denn da kann ich nochmal ein Beispiel bringen, der Sandsteindrache, der Sande. Hat einen Herstellungskosten von mindestens 30.000 Gold für euch selber, die unumgänglich sind, egal was auf eurem Server an Preise ist, denn du musst endlich die Sachen kaufen. Ich glaube 30.000 Gold sind es oder 27.000, 27 bis 30.000 Gold, ich bin mir nicht mehr sicher genau. Weil du musst in Uldum die Herstellungssachen vom NPC kaufen. Geht nicht besser. Und ich habe den schon ein paar Mal hergestellt, für 90.000 plus verkauft. Dann brauche ich ihn nicht für 35.000 reinstellen, bei 5.000 Gold für diesen Aufwand. Ist ja jetzt nicht so geil. Ja. Das ist die gerade wert. Ich fliege nochmal weg, ich bin immer so frech. Einfach mal kurz gucken, Moment. Ne? Sandsteindrache, da habe ich mich auch mal mit jemandem gestritten, der Meinung war, den verkaufst du nicht für teurer. Und ich denke mir so, ich habe Sandsteindrachen innerhalb von 3 Wochen jetzt für mehrmals 90.000 Gold verkauft. Kein Scheißdreck. Viole der Sande. 75.000 Gold, das ist ein okayischer Preis. Ja, das ist okay, das ist so Standard. Das ist okay, der Preis. 70 bis 75k ist so Standard. Ich würde sagen, klar, natürlich ist das wieder so eine Sache, die sich jeder selber entscheiden muss, aber für meine Verhältnisse denke ich bei so schwierig herzustellenden Sachen nicht nach, wenn der Profit unter 20.000 ist. Hier, wir vergessen auch die Juve Panther, ne, aus Pandaria. Oh, die haben halt aber auch, glaube ich, einen festen Herstellungsbetrag. Du brauchst ja auch ein Item, ne? Du brauchst einmal die Kugel, dann brauchst du 20 Steine in der richtigen Farbe, das heißt, ja, für gut, Juve aber das ist wieder sehr interessant. Das ist, glaube ich, wieder sondieren, ne? Genau. Aber diese festen Herstellungskosten, die du hast, Moment... Und du brauchst den lebendigen Stahl dafür. Und dafür ja, der Panther. Deswegen, also Geistereisenerz ist auch immer so etwas, was immer geht. Wobei das auch wieder ankommt, weil Geistereisenerz ist halt wirklich was dir gefühlt jeder Goldmaker und seine Mutter empfiehlt. Ja, ja, natürlich. Lebendiger Stahl ist noch besser, der verkauft sich noch besser. Weil das Ding CD hat. Aber, ja, nee, aber nicht wahr, auch... Gar kein nee, CD nicht mehr. Wahr. Es gibt auch ein Transmutieren, wo du das halt machen kannst, wie du lustig bist. Ja, mit Geist der Harmonie. Ist auch etwas, was sich gut verkauft. Ja, deswegen kann man immer nach wie vor alte Pandaria-Raids und so weiter laufen, auch alle, wenn also die Preise vielleicht runtergesetzt wurden. Eigentlich kann man alles reinwerfen. Ah, Orb of Mystery heißt das Ding auf Englisch. Ist verkauft für 20.000 Gold das Stück oder 18.000 mit irgendeinem Gilden-Perk. Ja, ja, das ist hier der Goblin, der da rumläuft. Ja, im Tal der ewigen Blüten rumläuft, kann das? Ja. Ja, 20.000 und die Panther sind wert im Moment bei mir. Moment. Es kommt drauf an. Also manchmal werden sie ganz schön runtergedroppt. Aber der Große darf niemals unter 100.000 rutschen. Schauen wir doch einfach mal. Weil im Großen sind nämlich 4 von diesen Kugeln drin. Weil du nämlich wirklich? Für den Großen... Ja, du musst für den Großen alle anderen herstellen. Was heißt... Wie heißt der Große eigentlich? Onyxia Panther oder so? Juwelen besetzte Onyx Panther. Moment, schauen wir mal, was der braucht. Juwelen besetzte Onyx Panther. Gelehrt von. Erstellt von. Hier, jetzt, Juwelen besetzte Onyx Panther. Warte mal.
Du brauchst dafür vier, tatsächlich vier Orbs, ja. Weiß ich. Ich stelle die Dinger hier auch her. Das sind 80.000 Gold für Herstellungen, die du mindestens brauchst. Ja. Und wenn du dann die Materialkosten von den ganzen anderen noch. Du musst den ganzen Stahl noch mit einrechnen, du musst die. Ja, gut, aber das sind ja keine fixen Kosten im Prinzip, wenn du den Bums halt eben. Farmen kannst. Farmen kannst, richtig. Wenn du selber aber farmen die Droppen kannst, sehr immer weg. Sondieren ist die Droppen halt sehr, sehr bescheiden. Ich weiß das. Das Ding ist ja auch immer, nicht jeder hat wirklich diese Muse zu farmen. Hier nochmal nutzt die Faulheit andere Leute aus. Ja, und du musst auch erstmal den Ruf auf ehrfürchtig bringen, um überhaupt an die Rezepte zu kommen. Ja, aber das geht ja mittlerweile recht fix, glaube ich. Ja, da wollte ich demnächst nochmal ein Video zu machen, also wartet ab. Weil ich habe das mit meinem Juwelfisch fertig. Warum ist der Rubinpanther bei uns? 20.000 Gold fixer Herstellungswert. Der Rubinpanther ist bei uns einmal drin für 33.000. Brauchst du nicht für diesen großen Panther auch die anderen vier? Habe ich gerade gesagt, ja. Also ich habe die Du Kugeln. Baust den großen aus allen vier anderen, habe ich gesagt. Und Kugeln, oder? Ja, die Kugeln sind in den Panthern. Ah, das war in dem Kommentar ein bisschen weird geschrieben hier. Ja, ich sehe das gerade irgendwie. Du stellst die anderen vier her und kombinierst die vier und dann kriegst du den großen. Ich rechne mal aus, ob der Preis, für den der gerade drin ist, gerade gerechtfertigt ist, wenn man mal die Panther hier nimmt. Ich nehme immer nur den billigsten. Warte mal. Wollen wir vielleicht das Video erst fertig machen, bevor du hier weitermachst? Ja, natürlich. Können wir nebenbei machen. Ich habe sowieso nichts mehr zu sagen. Ja, dann komm mal hier hin. Ja, Leute, unterbietet nicht. shit. Ja, bin unterwegs. Ehrlich? Ich hab die Preise ausführlich im Kopf. Hältst du die Gedanken schon ganz woanders wieder? Ja, ich bin schon wieder am Gold machen, ja. Ja, schrecklich, der Mann. Erstmal das Video zu Ende machen. Nee, der Preis ist sogar nicht gerechtfertigt, fällt mir gerade auf. So, okay, hier bin ich wieder. Lass uns gleich nochmal drüber reden. So, guckst du wohl in die gleiche Richtung wie ich? Ja, Moment. Ich bin hier gerade verwirrt. Drehen, so. Nicht aufstehen, du Keck. Nicht aufstehen, jetzt. So, meine Lieben, das war auf jeden Fall das erste Mal, dass wir uns hier zusammengesetzt haben und über ein Thema geredet haben. Ich habe es ja sonst auch mal mit Drowny gemacht, aber vielleicht ist bei, wenn wir nächste Mal machen, vielleicht ist der Drowny auch mal bei. Das wäre ja schön, da könnten wir ja mal richtig diskutieren. Ja, jetzt habt ihr einen Scheiß, jetzt kotze ich mich gefühlt alle zwei Wochen bei euch aus, was die Leute für einen Scheiß im Arm machen. Ich glaube. Wann das nächste kommt, weiß ich noch nicht. Müssen wir dann mal gucken. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Danke, Chris, fürs dabei sein. Ja, wir gehen gleich nochmal ins AHA gucken, was da los ist. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Könnt mir ja mal unten reinschreiben. Interpretet nicht. Ja, genau. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ich hab Tschüss. Tschüss.